Unter dem Namen Streitbar, der Platz für konstruktive Diskurse, startete am 26. März eine neue Veranstaltungsreihe der Otto-von-Guericke-Universität. Zahlreiche Wissenschaftler, Studierende und Gäste tauschten sich bei einer Diskussionsrunde über aktuelle gesellschaftliche Debatten aus. Unser Rektor Professor Jens Strackeljahn nutzte die neue Plattform der Universität Magdeburg und diskutierte mit der leitenden Oberärztin der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie des Uniklinikums, mit dem Ausländerbeauftragten der OFGU sowie einer Studierendenratbeauftragten. Wie viel Weltoffenheit und Toleranz braucht die Wissenschaft? Nur eine zentrale Fragestellung der Auftaktdiskussion, welche von Lars Johansen moderiert wurde. Wieso das erste Thema einen so aktuellen Anlass besitzt und wie es zu der Idee der Streitbar kam, das verriet uns unser Rektor im Interview. Wir zeigen anhand von einzelnen Porträts Studierende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier an der Uni, die aus dem Ausland kommt und einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich die Uni und Magdeburg positiv entwickelt. Ich will jetzt die Motivlagen, die eventuell jemanden unter dem Label Magida auf die Straße bringen, gar nicht analysieren. Es ist aber im Rahmen unserer Internationalisierungsbemühungen in jedem Fall ein Risiko. Und deshalb sollte die Uni einfach sich hinstellen und sagen, nein, wir stehen als Einrichtung für Weltoffenheit und wir brauchen es auch und wir wollen es auch leben. Mit interessierten Besuchern, welche auch gerne selbst aktiv an der Diskussion teilnahmen, ging die Premiere zu Ende. Campus TV wartet bereits auf eine Fortsetzung zu einem neuen streitbaren Thema.